So, weiter geht's. Zu den Tieren wollten wir nicht. Wir wollten hier die Arbeit einstellen. Also. Wen können wir mal als... oh, wow. Markus. Alle, die tot waren. Bei denen hat er die Prioritäten kaputt gemacht hier. Ist vielleicht gar nicht so... wie sagt man? Gar nicht so ungewöhnlich. Also, was soll Markus machen? Bauen, Bergbau und Transport. Und hier Bench soll reinigen. Hilfsarbeit. So. Die, die nicht wollen, brauchen natürlich kein Arzt sein. Jefim und Nussi. Warum haben die alle, dass sie sich nicht drum kümmern sollen, wenn sie krank sind? Das ist doch... Warum habe ich das so eingestellt? Ich brauche auch keinen. Was ist hier? Woody? Woody macht ja auch gar nichts. Woody kann Patient sein. Und Bettruhe kann er hier unten. Und das war's dann auch. Toll. Gut. Gucken wir mal. Fringer, Erfinderin. Also erstmal machen wir das hier wieder umeinander. Damit sich um beides gekümmert wird. Dann Handwerk und Schmieden. Brauchen wir. Schmieden ist hier. Schneidern kann sie mal und er hier. Das sind beide sie's, ne? Ne, Shinichi ist, oder Shinichi ist ein Mann. Okay. Aufsehen, meinetwegen. Der kann ja gar nichts hier. Handwerk. Arbeiterin. Kann immerhin bauen. Und kann Handwerk. Und stellen wir mal hier auf Schneidern. So. So, dann hoffe ich, dass alles irgendwie gemacht wird. Und Feldarbeit sowieso. Da ist ja momentan nicht so viel zu tun bei der Feldarbeit. Umso wichtiger, dass wir das dann auf Dingens stellen hier. Gut. So, wo ist unser freies? Hier ist unser freies Schlafzimmer. Da müssen aber mindestens noch 8 weitere Schlafplätze rein jetzt erstmal. So für den Übergang. Passt da nie alles rein. Wir haben keinen Schlafraum für die.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zwei fehlen noch. Warte mal, Nussi mag sowieso nicht so gerne gemütlich schlafen, weil er Asket ist. Also können wir zwei noch bei ihm einquartieren. So, und dann machen wir hier mal. Hier raus machen wir mal einen etwas größeren Schlafraum oder vielleicht einen Weg mit mehreren Schlafräumen, die da rausgehen, wo wir dann zwei, drei Leute unterbringen können jeweils. So. Und hoffen, dass da die blöden Insekten nicht hinkommen. Okay. So, gucken wir mal. Markus hat keine Waffe, aber das ist so beabsichtigt. Kerstin hat den Impulsblaster. Bench hat was. Jefim hat was. Carsten soll mal das Impulsgewehr kriegen hier. Ratte hat was. Naomi hat nix. Chi hat nix. Kriegt die Autoschrotflinte. Und Woody. Woody hat das Präzisionsgewehr. Da ist es also hingekommen. Okay. Fringer hat ein Messer, eine Keule, ein Messer, eine Keule, ein Messer und noch ein Messer. Okay. So, warte mal. Arbeit, Bergbau, können wir die auch mal alle einstellen? So. Hauptsache, ihr habt was zu tun. So, dann stellen wir hier nämlich gleich noch ein paar mehr davon hin und bauen da gleich. Weil wenn die dann hier durchstoßen, die scheiß Insekten, dann sind wir wenigstens drauf vorbereitet mal. Und wenn wir ganz ehrlich sind, um die Arbeit schnell fertigzustellen, sind uns die Flüchtlinge eigentlich auch ganz recht gekommen. Inspirierte Kreativität, Chi. Chi ist inspiriert kreativ. Aufgaben. Kleine Skulptur. Wiederhole für immer. Und zwar darfst du die machen aus alles löschen. Aus Holz. Und aus. Ne, nicht aus Holz. Holz ist immer aus Steinblöcken, sagen wir mal. So, wer war das? Chi? Chi. Chi. Chi, 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 chi. Soll dann dafür mal Kunst machen. Und zwar mit allerhöchster Priorität. So. Gucken, was das wird hier. Marmorskulptur. Wir brauchen vielleicht ein paar mehr Maschinenpistolen für unsere Gäste. Oh mein Gott. Die schnellsten Bergbauer sind sie nicht unbedingt, die Leute hier. So, wir haben Marmor, das heißt, wir können
Marmorbetten bauen für die Leute. What? Genau. Marmorbetten. Hier auch eins hin. Theresa. Oh, unfähiger Koch. Okay. Jemand so schlecht gekocht, dass Theresa eine Lebensmittelvergiftung hat. Also das dauert ja ewig hier mit dem Dings. So. Strukturen, Tür aus Stahl. Oh, Waffelhändler. Waffelhändler. Lecker. So, zack. Gut. Dann brauchen wir Oberfläche glätten hier. Damit die Räume schön werden. Was ist das hier? Uranerz. Das ist vielleicht gar nicht so gesund, wenn das da die ganze Zeit in der Wand ist. Teilweise auch im... Warum schläft Nussi hier? Ich dachte, Nussi hat das Bett hier unten. Nee, da wohnt Al-Habi. Okay. Dann soll Nussi eben hier wohnen, wenn er meint. Im Uranzimmer. Aber Nussi geht's immer besser, wenn er hier wohnt. Ach so, wunderbar. So, dann Nachttische machen wir mal auch aus Marmor. Theresa hat diese Gemeinschaft aufgegeben. Sie hat sich entschlossen zu gehen und ihr Glück woanders zu versuchen. Warum? Weil sie eine Lebensmittelvergiftung hat. Wir kochen so schlecht, dass Theresa keinen Bock mehr hat. Dabei hat sie eine leckere Mahlzeit gegessen, aber die starken Schmerzen, ja, die sorgen dafür. Wollen wir Theresa, mal gucken, Bio. Theresa ist ein blutrünstiger Psychopath und eine Nachteule. Uff. Wollen wir die einsperren? Können wir mal, die ist ungesund. Ich versuche sie mal zu inhaftieren hier. Wir sind ja gerade dabei hier, wenn ihr zu 10 kommt.
Oh, warte, Sammy kann sie inhaftieren, der ist gerade da. Ach so, Sammy ist einer von den Neuzugängen. Okay. Moin Theresa, ich wollte mal mit dir. Flüchtling gefangen genommen. Okay. Ich wollte mal mit dir über unsere Gemeinschaft reden. So, mit etwas Glück fühlt sie sich hier viel besser, weil das hier viel gemütlicher ist. Sind eigentlich schon Skulpturen fertig? Sieht nicht so aus. Doch, hier. Dann bauen wir die Skulptur mal hier rein, damit Theresa was Schickes zum Angucken hat. Besessen von Leichen. Fringer ist besessen von Leichen. Ach, die sind alle komisch, die Leute hier. Oh je. So, Tian. Aha. So, die Schlafsäle sind jetzt in Ordnung. Dieser hier ist sogar eindrucksvoll. Jetzt ist er wieder in Ordnung. Achso, der ist eindrucksvoll, weil hier der Fußboden war. Okay. So, na gut, das muss dann erstmal hier bleiben. Triviale Unterernährung. Luxuriös gemütlich, siehst du, jetzt geht's schon wieder. Gefängnis rekrutieren. Haben wir Leute, die Aufseher machen gerade? Zu wenige. Ein Muffalo wurde zahm, sehr gut. Muffalos sind immer gut. Was machen unsere Käfer hier? Ach du Scheiße, hier direkt bei den Batterien. Jörg. Oh, das sind bald ein bisschen viele hier. Forkgedudel, du. Aber hier ist schon einer tot. Ah ne, es ist Insektengelee. Okay. So, okay, aber ich habe hier meine Geschütze schon gebaut. Leder haben wir immer noch nicht, ne? Haben wir irgendein Leder? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen das aus Holz bauen. Haben wir Holz? Wir haben auch kein Holz. Das Einzige, was hier dann noch hilft, ist noch mehr davon bauen. Fürchte ich fast. Und warten, bis sie durchbrechen hier.
Und hoffen, dass unsere Tierchen dabei nicht kaputt gehen. Rauchblatt ist im Lager verdorben? Was ist denn hier los? Ah, das Rauchblatt wird hier aufbewahrt. Okay. Das geht natürlich nicht. Das müssen wir natürlich Rohstoffe, Pflanzenmasse, Rauchblattblätter und Psychoid und Hopfen wird hier aufbewahrt und das muss hier dann rausgenommen werden aus dem Lager. Damit es nicht verdirbt. Die Flüchtlinge, die bei dir bleiben wollten, haben sich gegen dich gewandt. Es scheint, dass sie diesen Verrat die ganze Zeit geplant haben. Jetzt, wo wir die Scheißbaracken für die gebaut haben! Was zur Hölle? Okay. Ist das Nuno? Nuno, sieh mal zu, dass du da rauskommst. Oh nein, sie hauen Naomi tot. Was brennt hier? Irgendwas brennt! Kerstin und Leiter. Rechte Niere zerstört. Kerstin hat nur eine Prellung am Arm, okay. Es ist die Frage, ob wir Theresa wirklich behalten wollen. Wo ist das Feuer? Hier ist... Ah, bei den Batterien. Nein. Nussi, mach mal hier. Und du machst mal bitte das Feuer aus. Okay. Die haben aufgegeben, scheinbar. Ja, die haben aufgegeben. Toll. Wie nett. Naja, aber die haben uns wenigstens hier das super Gästequartier gebaut, die Leute. Und uns ein paar Messer gebracht und Knüppel. Kann mal einer Naomi retten, bitte. Das kann ja nicht so schwer sein hier. Ah, oh, der macht hier die Türen kaputt, das Arschloch.
Okay, unser Wolf hat ihn totgebissen. Das hat er jetzt davon. Türen kaputt machen und so. Okay, der Wolf isst ihn auf. Wer ist das hier? Das ist der Chef von denen, ne? Tot in 2 Stunden. Wer läuft in der Nähe rum? Ratte, soll ihn mal retten. Das ist erstmal Nuno retten, genau. Tot in einer... Oh, weißt du was? Nuno können wir nicht sterben lassen. So, blub, blub. Wo war das? Heal, random injury. Tote 0,8 Stunden. Ich glaube, sie stirbt trotzdem. Dann müssen wir ja. RIP. So, Jefim, du kannst den mal hier retten. Ach, Fringer ist eine Frau. So, wir brauchen mehr Gräber. Wollte nur das Beste für unsere Kollegen hier, aber die mussten ja unbedingt uns angreifen. Oh, okay. Ah, siehst du. Kerstin beerdigt Leute. Das ist was Neues. So, was ist mit Fringer? Können wir Fringer gebrauchen? Gequälter Künstler und Nachteule. Kann immerhin Handwerk. Koma-Jugendliche Erfinderin. Na, meinetwegen. Die haben hoffentlich ihre Lektion gelernt, die Leute hier.
Okay, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ist ja wieder einiges passiert. Nicht immer nur das Gleiche, was ich gut finde. Also noch zwei Mechanoiden-Cluster und ich hätte wahrscheinlich diesen Spielstand nicht nur gelöscht, sondern überformatiert und die Festplatte weggeworfen. Aber okay. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt den Like-Button oder abonniert diesen Kanal oder schreibt einen Kommentar oder zwei oder mehr von diesen Sachen in Kombination. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Stadtfilmabend. Auf Wiedersehen!